Hallo, liebe Leute, willkommen hier zurück zu Clash of Clans. Ich wurde gleich wieder schön begrüßt mit einem Häuptling. Unser Dorf wurde angegriffen. Banner, feindlicher Überfall von Xuan Wu vor einer Stunde und drei Minuten. Wir haben 22 Punkte bekommen, weil es anscheinend nicht hinbekommen hat, uns komplett auszurauben. Okay, schauen wir uns die Wiederholung mal an. Er hat 18.000 Gold bekommen, das ist ja nichts wirklich. Und 2.579 bekommen an Elixier. Ja, die Dinger waren noch recht leer. Ich habe, wie ihr seht, auch die Mauern komplett ausgebaut. Ich habe so viel Gold bekommen. Ja, komm, genau, greift die Bauhütte an, statt den Elixiersammler. Ja, sie gehen jetzt natürlich auf die Luftabwehr. Und ja gut, Gold haben sie gut bekommen. Aber sobald der Mörser die komischen Einheiten angreift, war es das auch gewesen. Pam! Alle weg gewesen, das ist ärgerlich. Der hätte so viel noch dazu bekommen. So, die versuchen immer noch meine Mauer anzukitzeln da oben. Das bringt dann aber auch nichts. Ist ein bisschen Beute, was sie da durchgewinnen. Ja, die haben meinen Goldlager kaputt gemacht. Fast. Pam! Verstehen Sie, warum der so viel Gold bekommen hat? Ey, da ist in meinem Dings drin. Ihr Schweine, ihr. Aber der Bogenschützenturm, der hält ziemlich viel im Stand. Ja, also... Viele haben sie jetzt nicht machen können. Sie haben nicht mal eine Bombe ausgelöst oder so. Ja, okay, lassen wir das mal. Wir können uns auf jeden Fall das ganze Zeug hier mitnehmen. Die kriegen ja massig Elixier dadurch. 20 pro Dings und wir haben einen Bauarbeiter ready, der erstmal das Ding, den Stamm ja abbauen wird. Ja, ich habe gesehen, das habt ihr noch nicht gesehen, dass die nächste Bauhütte jetzt 1000 Juwelen kostet. Abartig. Deswegen werde ich mir das jetzt sparen. Ich werde auf jeden Fall nicht auf 1000 Juwelen sparen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt später noch braucht, wenn das so lange dauert alles. Ja, das dauert noch. Das könnten wir theoretisch machen. 4 Stunden. Sieht gut aus. Vorher müssen wir aber noch... das hier eigentlich. Kostet hier irgendwas extrem viel Elixier. Ein Armeelager? Natürlich nicht. Das ist so ein Ding hier auch nicht. Auf Level 9? Und das wird noch verbessert. Ja, was mache ich jetzt mit den ganzen Dingensen? Mit dem ganzen Elixier? Ich würde da gerne mit irgendwas mal machen, aber das dauert noch 16 Stunden, bis das hier fertig ist. Und ansonsten sehe ich hier schlecht, um irgendwas zu machen. Das ist ja ärgerlich. Die sind ansonsten auch schon maximal. Das sieht langsam knapp aus, denn hier kann ich nichts mehr machen mit meinem Elixier. Außer es halt zu verschwenden. Ja, hier habe ich übrigens noch insgesamt 1 Million Gold und 1 Million Elixier gestohlen. Das kann man gleich mal mitnehmen. 40 Edelsteinchen. Oh, die Kaiserin kann ich ausbauen. Stimmt ja. Aber nur 10.000. Und um 5 Uhr bin ich nicht mehr wach. Ist ja auch ineffizient. Ich würde 240.000 jetzt ausgeben dafür. Irgendwas muss doch so teuer sein. Es kostet alles nur Gold. Das ist abartig. Langsam wollte ich auf jeden Fall mein Rathaus verbessern. Denn es wird knapp. Auf jeden Fall. Tja, baue ich es aus? 2 Tage? Ja, ich werde es ausbauen. Alles klar. Wird ausgebaut und zwar... Ach man, 2 Tage, ey. 2 Tage, ist Wahnsinn. Jetzt wird's ausgebaut, alles klar. Gut, das Rathaus, 2 Tage noch. Wie teuer dauert's? 383 nur, ist ja kein Ding. Das macht man da so easy. Wir können angreifen, jetzt brauchen wir auf jeden Fall wieder Gold. Gold ohne Ende, ich werde jetzt auch für die Elixier-Beträge scheißen, die die haben. Sie ist ja schon 11.000 Gold. Lohnt aber nicht, dass alles in der einen Mine drin. Ah, ne, hinten ist auch noch cool. Ich würde sagen, nehmen wir das gleich mal mit. Überrennen wir das Dorf gleich, würde ich sagen. Überrennen wir es? Die 22 Punkte. Nee, ich will nur das Gold mitnehmen. Das Gold reicht, das Gold reicht. Dann lasse ich das wieder. Ich brauche immer nur das Gold dazu, dann damit die Bauarbeiter... Gold brauche ich die Zeit nur noch. Also Elixier ist Unsinn. Und ich hätte vielleicht nicht so viele Bogenschützen nehmen sollen. Gut, den Rest gehen wir auf. Ist egal. Kriegen wir wenigstens mal wieder ein bisschen Minuspunkte. Nicht, dass wir hier gleich in Silber 1 auf in Silber 3 aufsteigen, denn viel ist, fehlt nicht mehr. 100 Punkte vielleicht noch. Und das ist nicht wirklich viel. Ja, wenn wir mal ein paar ausbauen hier. 6, zu viel. Machen wir 5 bei jedem. Nee, komm schon. Ich komme noch nicht so wirklich klar mit diesem komischen Pfeil hier. Das ist ganz komisch noch.
6 und nehmen wir den hier noch einmal mit. 2 Minuten noch. Ja, die Goldminen nehmen wir mal mit. Das Gold ist knapp. Das Elixier können sie von mir auch stehlen. Das ist mir egal. Das kann ruhig erstmal sich sammeln. Wir müssen auf jeden Fall gucken, was wir noch ausbauen können. Denn so viel ist es ja nicht mehr. Das ist schon mal gut, dass ich das Rathaus ausbaue. Dann kann man nämlich hier bald die Zauberschuhfabrik für 200.000 Elixier. Dann können wir Zaubersprüche machen. Yay, coole Sache. Freue ich mich schon tierisch drauf. Das kostet angeblich Elixier dann. Ja, wir werden gleich die Kampagnenkarte, denke ich mal, weitermachen. Obwohl, eigentlich ist es Schwachsinn, die Kampagnenkarte weiterzumachen. Gehen wir dann weiter Leute töten, denn die Kampagnenkarte gibt uns beides und das will ich nicht unbedingt. Ich will nicht jetzt das Elixier zu verschwenden. Das kriege ich dann auf jeden Fall noch genug durch die anderen Überfälle auf die anderen Gegner. So, fehlt nicht mehr viel. Ja, was kann man sonst noch machen? Ich habe immer noch irgendwelche Nachrichten, die können wir gleich mal ablehnen. Die komischen Dinger. Angegriffen habe ich eine ganze Menge. Hier seht ihr, dass ich ganz viel Elixier bekommen habe. Hier sogar 147.000 Gold, 60.000 Elixier. Bei den meisten will ich auch wieder eigentlich verlieren, weil ich die Punkte gar nicht haben will. Ich finde es ganz, ganz gechillt hier. Hoppla. Hier auf den unteren Regionen Leute abzufarmen. Ist eigentlich gemein, aber ist halt so, ne? Das hier können wir nicht ausbauen. Okay, Level 8. Das ist dann auch Level 8. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Das hier fehlt noch. Mann, jetzt klick nicht ständig auf das Dings drauf. Das gibt's doch nicht. Was habe ich eigentlich gerade ausgebaut? Ach ja, genau, das Rathaus. Hätte ich erstmal das Elixierlager vielleicht ausbauen sollen. Bei 4 Stunden wäre das in Ordnung gewesen. Aber unser Ding ist ja auch bald fertig. In 2 Stunden. Und 6 Stunden bin ich sicherlich noch wach insgesamt. Ja, unser Lager ist gleich wieder voll. 75 von 80. Was haben wir sonst noch so? Unser nächstes Ziel gerade. Die 50-sternhafte Kampagnenkarte gewinnen. Rathaus Level 5, bis dann kriegen wir nochmal 10, entferne Hindernisse und stehle 100 Millionen Gold und Elixier. Ja, 1 Million haben wir schon. Oh, das ist bitter. Erreiche insgesamt 750 Trophäen an Trophäen in Mehrspielerkämpfen. Ich glaube, das ist das hier gemeint, ne? Das heißt, ich kann doch hier nicht mich fallen lassen. Na gut, dann werden wir ein bisschen jetzt gewinnen. Werden wir auf jeden Fall die Gegner jetzt umnieten. Eins haben wir noch, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Ich weiß gar nicht, ob ich angreifen kann und währenddessen die Dinger noch weiterkommen. Ja, ist klar. Ich glaube, so einer hat sich, glaube ich, abgefarmt gehabt. 140.000 Gold. Das Gold ist hier drin in den scheiß Speichern. Ärgerlich, sonst hätte ich mir auf jeden Fall jetzt das Gold gekrallt. Nix da. Ja, weißt du, immer so ein Mini-Beträge. Können die Leute nicht mal irgendwie was... Oh, schön. Irgendwie eine ganze Menge ansammeln, damit ich es mir dann klauen kann. Jetzt habe ich natürlich keine Dings, keine Riesen. Was echt ärgerlich ist, muss ich sagen. Aber 30.000 Gold und 56.000 Elixier. Irgendwie Verschwendung wäre das, glaube ich. Wir nehmen es trotzdem mal mit. Na, nicht den hier, den Bogenschützen wollte ich jetzt. Damit die Luftabwehr schon mal weg ist. Schauen wir mal hier, ob wir das Rathaus kaputt machen können. Ja, wunderbar. In Range, ohne dass sie was machen können. Da würde ich sagen, die sollen gleich mal alles das komplette Rathaus angreifen. Es ist natürlich ärgerlich, wenn das hier dann dazwischen kommt. Ja, das dachte ich mir. Großartig. So, da haben wir schon mal gewonnen jedenfalls. Na, komm schon. Ja, den Mörser muss ich jetzt einfach kaputt machen. Das ist natürlich sehr ungünstig für meine... Aua. Die sind mega am Arsch. Okay, die können nichts machen, außer halt... Der Mörser kann nichts mehr machen. Außer halt meinen einen anzugreifen. Das war's, glaube ich, gewesen. Das sieht gewonnen aus. Nehmen wir uns das ganze Elixier mit, auch wenn es ziemliche Verschwendung ist. Jetzt könnt ihr mal mit die Kanone angreifen, das gibt's doch nicht. Also gewonnen ist es mal sowieso oder so schon. Ich hätte aber gerne noch die Goldminen. Ja, nee, es sieht doch ganz schlecht aus. Der scheiß... Der scheiß Minenwerfer hat uns ein bisschen zu viel gekostet. Wir können aber auf jeden Fall... Nee, geht ja auf die Verteidigung, ist ja auch uncool. Na gut, dann beenden wir den Kampf. Wir haben ein bisschen Gold bekommen. 16.000. Noch gewonnen sogar dazu. 7 Pokale. Das passt ganz gut. So, zwar nicht ganz viel, aber wir haben immer was bekommen. 20 Stück hier war drauf und dann 20 hier noch. Auf jeden Fall habe ich immer so 20 Dings dabei, 20 Nahkämpfer. Und der Rest ist dann halt 20 Nahkämpfer. Egal, lassen wir das so.
Der Rest ist dann halt Bogenschütze. 24 Stück nochmal. Ja, 16 Stunden, bis unser Mauerbrecher fertig ist. Dann brauchen wir noch 150.000 Elixier für unser Ballon. Dauert auch nochmal einen Tag. Das passt ganz gut zu dem Rathaus, zu der Rathauszeit. Den Rest können wir dann auch. Wir haben gesagt, drei Arbeiter haben wir. Das hier sollte auch bald fertig sein. Die Goldmine Level 6, Level 8 ist, glaube ich, das Maximum. Das heißt, wir können das auch noch einmal ausbauen dann. Ja, ein Tag dauert auch nochmal das Level auf Level 8. Und die Elixierlager sollten auch schnell fertig sein. Dann haben wir eigentlich alles fertig. Ich glaube, das ist relativ gut gewesen mit der Zeit, dass wir jetzt das Rathaus ausgebaut haben. Dann sollten wir alles fertig haben, obwohl die noch... Ah, die können auch noch geupgradet werden. Das ist natürlich ärgerlich. Alles kostet Gold, das ist Wahnsinn. Aber ich glaube, später werde ich noch genug Elixier benutzen müssen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Clash of Clans wieder, wenn wir dann das hier wahrscheinlich fertig haben, dieses komische Labor. Die Forschung und das hier, und wir haben dann so viel fertig. Auf jeden Fall vor dem Rathaus werden wir wahrscheinlich nochmal einmal aufnehmen. Und zwar nämlich die Kampagnenkarte spielen. Wenn wir genug Elixier verloren haben, dann lohnt sich das auch wieder. Ja, bis dann. Sehen wir uns beim nächsten Part wieder von Clash of Clans. Vielen Dank für euer Zuschauen. Bis dann. Ciao.